Wir sind zurück in El Jadida, Durchgang 2, Portugal gegen Kroatien, 0-0 zur Pause, aber alle anderen Zahlen sprechen für Portugal. 6 Ecken, dazu mehr Ballbesitz, eine einzige Chance hatte Kroatien in der Anfangsphase, aber seit dieser einen Gelegenheit für Rakitic ist nur noch Portugal nach vorne gekommen. João Mario mit einem tollen Auftritt, genauso wie André Silva. Cristiano Ronaldo nicht so auffällig. Mal schauen, ob er vielleicht noch im zweiten Durchgang seine Aktion bekommt. Es war auch nicht sein Turnier vor 3 Jahren in England, als für Portugal eben insgesamt wenig geklappt hat. Es gibt die erste gelbe Karte dieses Spiels. Strinic versucht es einfach mal und bekommt nochmal den Ball. Kramaric. Pereira. Cedric. Bernardo Silva. Nächste Flanke für Ronaldo. Dicht vor das Tor, deswegen kein Problem für Subasic. Aber schauen Sie mal, ein langer Ball für Kalinic und dann ist Pepe da und Kroatien verliert den Ball an Portugal. Es ist sehr einseitig und in der Form muss Kroatien schauen, was in den nächsten Spielen geht gegen Uruguay und Ägypten. Perisic. Rosaico. Strinic. Verpasst den Ball. Moutinho. Links startet João Mario gegen Verzaico. Das war bislang die unglücklichste Aktion. Es gibt Gelb für João Mario. Für mich die richtige Entscheidung, auch wenn es, glaube ich, nicht so gewollt war. Schauen wir nochmal hin. Der Ball ist weg. Und dann geht er jetzt in Perisic von hinten rein. Okay, das ist Gelb. Richtige Entscheidung gegen João Mario, erster Wechsel bei Portugal, Danilo Pereira geht und William Carvalho kommt und bei Kroatien kommt ein ganz bekannter Stürmer, Mario Mandzukic für Nikola Kalinic, hat vorne nicht funktioniert mit dem Stürmer aus Mailand, jetzt kommt der Stürmer von Juve, Mario Mandzukic. Und die Hoffnung des kroatischen Trainers Zlatko Dalic, dass es mit Mandzukic etwas gefährlicher vorne wird. Aber dafür müssten die Bälle nach vorne kommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Kalinic ist, der entscheidende Spieler ist, oder ob es nicht eher dahinter das Problem ist. Denn Modric, Rakitic haben auch schon deutlich auffälligere Spiele gemacht als heute gegen Portugal. Natürlich ist das nicht leicht im Mittelfeld, aber Strinic. Nächster krasser Fehlpass von Kramaric. Ronaldo. Ronaldo. Immer noch Cristiano Ronaldo. Nochmal Ronaldo. Hätte vielleicht abspielen können
in die Mitte für André Silva. Ronaldo nicht mit seinem besten Spiel. João Mario, Portugal dreht wieder auf. André Silva. Subasic. Freistoß Portugal. Wechsel. Portugal. João Mario geht. Tolles Spiel gemacht. Quaresma kommt. Und bei Kroatien geht Brozovic runter. Und es kommt ein Spieler von Real Madrid mit Mateo Kovacic. Kennt bestens seinen Mitspieler Luka Modric. Dazu auch Cristiano Ronaldo. Das sind die drei von Real. Mal schauen, ob es jetzt vielleicht etwas besser wird. Eine halbe Stunde bleibt Kroatien. Der zweite Durchgang nicht ganz so stark wie der erste, aber unterm Strich Portugal immer noch klar überlegen. Silva, Moutinho, schauen Sie mal. Einfach durch die Mitte durchgespielt. Ronaldo für Quaresma. Erste Aktion und er macht das Tor für Portugal. Ricardo Quaresma. Tolles Händchen von Santos, der genau diesen Mann gebracht hat. Als Ersatz für João Mario, der ein tolles Spiel gemacht hat. Aber Quaresma macht das Tor. Portugal vorne nach einem super Zuspiel von Ronaldo. Der es nicht alleine probiert. Und Quaresma ganz stark mit der Innenseite gegen Lovren, gegen Subasic. Kriegt nicht jeder so hin, den Ball mit rechts, mit der Innenseite ins Tor reinzulupfen. Ein tolles Tor für Portugal, hochverdient. Und der Europameister hat es geschafft und ist jetzt nach gut einer Stunde in Führung gegangen gegen Kroatien, das bis hierhin enttäuscht hat und dringend seine Offensive Modric, Mandzukic finden muss. Perisic. Vielleicht so. Mandzukic. Fast. Patricio dran. Modric. Rakitic. Kommt jetzt Kroatien mit Ivan Rakitic. Patricio. Und Versaiko raus für Mandzukic. Versaiko. Kovacic, Perisic, Virzajko und jetzt macht Portugal diesem besten Ballbesitz der Kroaten zunächst mal ein Ende. Aber was ist denn plötzlich los mit dem Team aus Kroatien? Eine Stunde lang kommt nichts und dann gleich drei, vier gute Annäherungen. Torschüsse waren es noch nicht. Patricio dazwischen, aber plötzlich geht was. Wieder Patricio vor Rakitic und Mandzukic. Ronaldo. Carvalho. Gestoppt von Lovren. Kovacic. Mandzukic. Ganz starker Kopfball. Mario Mandzukic. Noch ein Portugiese dran mit Bernardo Silva. Es gibt Eckstoß für Kroatien. Eine Viertelstunde bleibt dem Team von Zlatko Dalic. Cheftrainer seit 2017. Davor in Saudi-Arabien. Trainer gewesen. Patricio weit draußen. Gut gegangen. Silva. Mandzukic. Rosaiko. Perisic. Mandzukic. Rakitic. Kovacic und Mandzukic. Brunovic dazwischen gegen Mario Mandzukic. Es ist kein Handspiel, hat auch keiner bei den Kroaten
einen Elfmeter gefordert. Letzter Wechsel bei Portugal. André Silva geht nicht mehr ganz so stark im zweiten Durchgang. Eder kommt. Der Mann, der 2016 das Tor zum ersten Titel gemacht hat im Finale gegen Frankreich im Stade de France. Jetzt bleibt es also bei zwei Stürmern mit Ronaldo und Eder. Rakitic. Lovren. Kovacic. Schießt Kramaric den Ball in die Füße. Silva. Eder. Erster Ball für Cristiano Ronaldo. Laufduell mit Gianluca. Zwei Portugiesen, wenn sie schnell machen. Quaresma. Vorbei an Bersacco. Eder übersehen. Und Lovren holt sich den Ball gegen Quaresma. Perisic. Das wird Alves gewinnen. Das Laufduell fast schief gegangen gegen Mandzukic. Kontrau. Portugal zittert sich den letzten Minuten entgegen, weil sie es nicht geschafft haben, aus den vielen Chancen mehr Tore zu machen. Es hätte zur Halbzeit gut 3-0 stehen können. Da war viel möglich, viel mehr möglich. Langsam schleichen sich auch bei Portugal die kleinen Fehler ein. Und Kroatien hofft zumindest, dass es doch noch was wird mit dem Punkt zum Auftakt. Auch wenn er nach dem Spiel glücklich wäre. Aber es wäre eine deutlich leichtere Ausgangsposition vor den Spielen gegen Uruguay und Ägypten. Nächstes Spiel. Portugal gegen Uruguay. Kroatien trifft auf den Weltpokaldebütanten aus Ägypten, für den wir schon einige hier gesehen haben in Marokko. Kovacic gestoppt von Quaresma. 5 Minuten. Eder, und jetzt könnten sie den Konter schnell spielen. Ronaldo in der Mitte. Eder muss jetzt irgendwie vorbeikommen. Schafft er. Eder ist durch. Ronaldo in der Mitte. Wenn er den Ball quer spielt, dann steht da Ronaldo. 2-0. Traumhaft ausgekontert. Und Cristiano Ronaldo macht doch noch sein erstes Turniertor. Toll gespielt von Eder. So muss der Ball kommen. Kein Abseits. Cristiano Ronaldo, weil sie es schnell spielen gegen Modric, gegen Strinic. Und dann ist Subasic alleine gegen den vielleicht besten Fußballer dieses Turniers. Cristiano Ronaldo, eine Vorlage, ein Tor. So kann man nochmal loslegen, auch wenn es nicht das große Spiel eines Cristiano Ronaldo war. Er hatte insgesamt weniger Aktionen als João Mario oder André Silva. Aber die entscheidenden Momente kommen dann eben doch von einem von Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo. Gianluca Kramaric. Unerreichbar für Ivan Perisic. 3 Minuten Nachspielzeit. Ich denke, mit dem 2-0 ist die große Spannung draußen aus diesem Spiel. Kroatien hat alle Chancen, natürlich der schwierigste Gruppengegner. Das war zumindest auf dem Papier und ich denke, das wird auch so sein. Die portugiesische Mannschaft, Uruguay, ist bei weitem nicht in der Form, in der sie 2010 zum Beispiel bei der WM waren. Waren auch nur in Lostopf 3. Das sagt zwar nicht alles aus, weil man zu dieser Weltrangliste stehen kann, wie man will. Da gibt es einige kritische Ansichtspunkte. Aber Uruguay muss kämpfen um das Weiterkommen. Und das wird vielleicht das entscheidende Spiel werden gegen Kroatien. Der Sieger hat große Chancen. Ägypten ist die große Unbekannte. Aber warten wir mal ab, was morgen Mohamed Salah zeigt beim Auftakt der Ägypter gegen Uruguay. Ein spannendes Spiel, dann morgen. Hier gewinnt Portugal hochverdient. Nur 2-0. Es hätte deutlich deftiger ausfallen können aus kroatischer Sicht.
Cristiano Ronaldo bereitet das erste Tor vor für Quaresma. Das zweite macht er selber nach Vorarbeit von Eder. Ich denke, Portugal hat eindrucksvoll gezeigt, was möglich ist, woran sie allerdings noch arbeiten müssen. Natürlich ganz klar die Chancenverwertung. Dann kann es weit gehen für das Team aus Portugal, das zumindest mal den ersten Schritt geschafft hat. Das war beim letzten Weltpokal gegen Mexiko noch ganz anders. Damals gab es eine Niederlage und das ganze Turnier war im Grunde genommen schon gelaufen. Wir schauen kurz auf die Tabelle dieser Gruppe nach dem Spiel. Heute Portugal ist zunächst mal vorne, Kroatien hinten, aber das sagt natürlich noch nichts aus, denn es geht morgen weiter. 15 Uhr in Tetuan, im Grand Stade de Tetuan, Uruguay gegen Ägypten, die Gruppengegner. Dann wissen wir, wie es hier in der Gruppe losgeht. Und jetzt verabschieden wir uns nach einem tollen Tag. Viele Tore haben wir gesehen nach dem 0-0 der deutschen Mannschaft gegen Nigeria. Dann das 3-1 Dänemark gegen Australien und hier ein hochattraktives, offensives, klar für Portugal sprechendes 2-0 zum Auftakt der Gruppe F. Bis morgen, viele Grüße aus Marokko und eine gute Nacht aus El Jadida.